Einen wunderschönen guten Morgen und einen schönen Start ins neue Jahr 2021. Ja, ich mache mal wieder ein Video, um euch zu zeigen, was der aktuelle Stand bei uns im Haus ist und auch hier bei den Außenbereichen ist. Jetzt zuerst aber mal die Hühner rauslassen. Der schönste Start am Tag. Guten Morgen. Tuck, tuck, tuck. Tuck, tuck, tuck. Ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Eine Henne fehlt. Und eine Seitenhenne fehlt. Gut. Dann gehen wir mal rein und schauen mal nach den beiden, ob da noch alles in Ordnung ist. So, wir sind jetzt hier im Hühnerstall. Und hier könnt ihr schon ein paar Änderungen sehen. Ich habe mal wieder Licht reingebracht. Hier war ja alles aus. Hier gab es keinen Strom. Herkules fühlt sich auch gerade sehr wohl, zeigt, was er kann, begrüßt den Morgen. Ja, und wir haben die Hackschnitzel reingebracht, schön einstreuen. Und jetzt gehe ich erstmal ans Eier sammeln. Die Brigitte und die andere Henne waren nicht hier, da muss ich gleich nochmal ums Eck gucken. In der Zeit, wo ich drumherum gelaufen bin, vielleicht sind sie da schon rausgegangen. Jetzt schauen wir erstmal nach Eiern. Ja, wo ist der Karton? Der Karton liegt hier vorne. Denn Eier hat es hier auch einige. Ach ja, hier ist Brigitte. Guck mal einer an. Mäuschen. Na komm her. Ja, ja. Alles gut. So, haben wir unsere Brigitte. Hier geht's gut. Wollt nur noch nicht rausgehen. Na? Sammeln wir mal weiter Eier ein. Du kannst rausgehen. Na? Fünf Eier, ungewöhnlich wenig. Da ist noch eins. Die Ostereier suchen hier. Oh, oh. So viel zum Thema fünf Stück. Jetzt haben wir aber, glaube ich, alle. So, das sind dann jetzt 9 Eier. Und eins davon, man kann es an der Größe gut sehen, eins davon ist von Brigitte. Das werden wir dann wieder ausbrüten. So. Packen wir zusammen und gucken weiter, was sich noch geändert hat. So, wir sind jetzt hier in unserem Garten. Hier hat sich auch einiges getan, wie ihr sehen könnt. Wir haben hier 6 Felder angelegt, jeweils mit einer Schicht Pappe unten drunter und dann obendrauf Pferdemist. Dort obendrauf kommt dann auch noch Erde. Bei einem Beet haben wir es schon geschafft, das ist das ganz hinten. Ja, das kommt von der Permakultur, das habe ich mir aus dem Internet rausgeholt. Ich weiß nicht, inwieweit das funktioniert, wir werden es sehen. Der Plan ist, dass das Gras, die Grasnarbe abstirbt, dass die von den Würmern aufgefressen wird. Deswegen auch die Pappe, dass kein Licht drankommt. Und dass die Würmer sich dann hochfressen bis zum Pferdemist und bis zur Erde dann durchstoßen. Und darauf dann soll dann da gute Erde entstehen. Wir haben hier oben das Problem, dass die Erde sehr sandig ist. Deswegen diese Maßnahme und wir hoffen, dass es funktionieren wird. Im Hintergrund könnt ihr unsere Hähne sehen, die Scheune sehen, in der wir gerade eben drinnen waren. Ich habe gerade den Hühnern noch schnell etwas zu essen gegeben und zu trinken. Das war nämlich auch schon wieder leer. Ja, und dann würde ich sagen, gehen wir rein. Und dann zeige ich euch dort noch ein bisschen was. So, da sind wir auch schon in unserem Windfang. Wer mein Instagram-Profil verfolgt oder bei Facebook mein Olivers Landhausleben verfolgt, der wird gesehen haben, dass wir hier zum einen die Decke rausgemacht haben. Das habe ich ja schon im letzten Video gezeigt. Aber wir haben hier auch die Fliesen rausgenommen und sind dann auch auf eine Schicht Klebstoff gestoßen. Die haben wir auch rausgeholt. Und jetzt haben wir diesen Bergsand hier, also einen Indoor-Spielplatz für unsere Kinder. Die haben sich auch ganz schon toll gefreut.
Die größten Steine haben wir schon raus. Es ist sehr, sehr, sehr feiner Sand. Also ich nehme an, hier so eine Art Quarzsand. Den werde ich aufheben, den werde ich sammeln, in die Scheune lagern. Und dann später, wenn ich Sumpfkalk angerührt habe, den zusammen mit dem Sand mischen, gibt einen super Mörtel und man kann auch damit super verputzen. Das zeige ich euch aber mal ein andermal. Jetzt gehen wir erstmal weiter und da zeige ich euch noch ein bisschen mehr. Jetzt stehen wir im zukünftigen Büro. Auch hier hatte ich euch das letzte Mal schon etwas gezeigt. Zum einen die Deckenkonstruktion, wie ich sie abgenommen habe. Zum anderen aber auch die Verkleidung habe ich euch gezeigt, dass wir da hinten dran eine Überraschung gefunden haben. Der Plan war gewesen, die Dielen hier drinnen zu erhalten, sämtliche Dielen zu erhalten. Wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Ich habe euch hier mal ein kleines Stückchen hingelegt. Es sieht ungefähr genauso aus wie vorne im Windfang das Dach. Es bröselt, es rieselt. Holzwurm und Morsch. Von daher werden wir wahrscheinlich alle Dielen entfernen müssen und etwas Neues legen müssen. Das jetzt erstmal ein kurzer Stand nochmal aus diesem Zimmer, wo wir schon angefangen haben, Dielen rauszunehmen. Das zeige ich euch jetzt. Okay, jetzt stehen wir hier im Flur. Da vorne war, wo wir reingekommen sind. Hier ist das Büro. Und hier könnt ihr schon sehen, ich habe hier den Dielenboden rausgenommen. Es war eine Mordsarbeit gewesen. Es hat sehr lange gedauert. Deswegen sind auch immer noch zwei Dielen hier drin. Es hat etwas gedauert. Von daher gab es auch nicht so viele Updates. Und letzte Woche kein Update von mir, weil einfach nicht genug und nicht schnell genug, wo ich arbeiten konnte. Ja, hier unten drunter haben wir eine Schüttung. Die Schüttung besteht aus dem gleichen Material, denke ich mal, wie beim Windfang. Es ist sehr feiner Sand. Auch hier werden wir die Schüttung komplett rausnehmen, weil wir hier nicht vorhaben werden, weiter Dielenboden drin zu lassen. Das heißt, wir werden hier die Balken entfernen, nachdem die Dielen draußen sind, dann die Schüttung entfernen und werden hier diesen Boden ausgießen. Das gleiche werden wir tun mit dem Vorflur und mit dem Windfang, sowie auch mit hier nebenan mit dem Treppenhaus. Auch dort, wo das zukünftige Bad reinkommt, werden wir einen Estrich legen, einen Betonestrich. Einfach damit es gerade ist, damit es ausgeglichen ist. Da ist eh kein Holz drin. Da haben wir auch schon die Fliesen entfernt, zeige ich euch gleich. Hier im zukünftigen Bad habe ich, wie schon letztes Mal erwähnt, die Decke rausgenommen. Habe hier eine Menge Glaswolle gefunden, die wir dann entsorgt haben. Aber mittlerweile haben wir auch den ganzen Schutt, der hier unten auf dem Boden lag, entfernt. Und auch die ganzen Fliesen, die hier drin waren. Sowohl hier als auch hier vorne haben wir die Fliesen rausgenommen. Was wir jetzt noch tun müssen ist, also hier direkt unten drunter ist ein Gewölbekeller. Den dürfen wir jetzt nicht weiter anpacken, da haben wir schon nachgefragt. Wenn wir hier noch mehr eine Schicht abtragen würden, könnte es sein, dass es uns zusammenstürzt. Hier im Bad müssen wir allerdings den Betonestrich, der schon drin ist, den müssen wir entfernen, damit die Rohre gelegt werden können, Abwasserrohre und so weiter. Wo wir noch nicht weitergekommen sind, was ich das letzte Mal erzählt habe, ist das Gas beantragen und das Abwasser beantragen. Beantragt ist es. Aber ja, wir hatten Feiertage gehabt, Weihnachten, Neujahr, da arbeitet niemand. Von daher ist da nichts weiter passiert. Wir warten jetzt ab, bis wir eine Rückmeldung bekommen von den Handwerkern oder von den Bauleuten, Tiefbau, die das dann legen werden. Im Moment ist hier nichts weiter zu tun. Schauen wir mal, was ich euch noch zeigen kann. Den Ofen habe ich auch noch nicht angeheizt. Bevor wir jetzt in den Keller gehen, wollte ich euch noch kurz dieses Zimmer hier zeigen, als kurzes Beispiel. Es sieht fast in jedem Zimmer so aus. Das ist das, was meine Frau und die Kinder momentan hauptsächlich tun. Tapete ab, Tapete ab, Tapete ab. Es ist eine Heidenarbeit, weil wir haben hier nicht nur eine Tapetenlage, die sich ganz leicht lösen lässt, sondern es sind bis zu 5 bis 6 Schichten mit, ich sag mal, Superkleber. Keine Ahnung, was die benutzt haben damals, aber die Tapete ist wirklich ganz schlecht runterzumachen. Ich habe es auch schon probiert. Ich habe auch schon einen Spachtel mit einer Rasierklinge dran benutzt. Wir machen es mit Wasser, wir machen es mit einer Stachelrolle. Es ist eine Heidenarbeit und das funktioniert gar nicht richtig gut. So, und jetzt gehen wir da tatsächlich in den Keller. Dann schaue ich mal, wie es dem Ofen da unten geht. So, wir sind jetzt hier im gut beleuchteten Keller. Vor allen Dingen kann man hier sehr gut stehen. Es ist sehr niedrig. Ihr könnt es jetzt auch sehr gut erkennen. Ich kann mich hier auf jeden Fall nicht gerade hinstellen, dann stoße ich den Kopf an die Decke. Ich habe schon ein bisschen das Feuer geschürt. Es ist noch Glut da. Ich werde jetzt gleich die Kohlen nachlegen und dann zeige ich euch ein bisschen was von den Scheunen. Was ich euch noch kurz zeigen wollte, war, das ist auch in unserem Instagram-Profil zu sehen gewesen, wir haben wieder eine Tonne Kohle bekommen, die wir hier reingeschippt haben ins Haus. Ja, auch eine Heidenarbeit, besser wäre, wenn man Gas hätte oder irgendeine andere Heizungsart. Aber das möchte ich zukünftig nicht machen. Gut, dann schippe ich mal nach, mache die Eimer wieder voll, hole die Asche noch raus
Und wir sehen uns in den Scheunen wieder. So, hier sind wir jetzt in der ersten Scheune mit dem Blechdach oben drauf, also direkt links neben unserem Haus. Hier haben wir zuerst die Sachen eingelagert, die das Umzugsunternehmen nicht mitnehmen konnte. Das heißt, wo wir hier extra nochmal hochgefahren sind, habe ich euch ja schon mal erzählt. Jetzt haben wir die ganzen Sachen verteilt in die anderen Scheunen, in die andere Scheune und auch ein bisschen was ins Haus, weil es waren auch ein paar Sachen dabei, Werkzeug, die ins Haus mussten. Und wir haben auch ein paar Dinge in die Ferienwohnung gebracht, auch Klamotten und Waschmittel und solche Geschichten. Ja, jetzt ist es so, dass wir hier den Boden ausgelegt haben mit einem Vlies, wo oben drauf Stoff ist, unten drunter Plastik, damit keine Feuchtigkeit hochziehen kann, aber auch, dass die Möbel unten drunter nicht verkratzt werden. Das war jetzt eine der Aufgaben, die wir getan haben. Da oben drauf auf der Scheune, da liegt immer noch das Stroh, immer noch das Heu, da haben wir noch nichts gemacht, wir haben nur mal kurz drüber geguckt, was gibt es denn da alles zu sehen. Wir haben da ein paar interessante Dinge gefunden, wie zum Beispiel eine sehr alte Lampe oder einen Emailletopf, sehr schwer. Mal gucken, ob wir was daraus basteln können. Das gibt es aber in der nächsten Zeit dann zu sehen, wenn wir mit dem Haus fertig sind. Und da könnt ihr euch schon mal drauf freuen, vielleicht fällt mir da was Gutes zu ein. Jetzt gehen wir mal noch in die andere Scheune, weil da hat sich auch eine Menge getan. So, jetzt sind wir in der zweiten Scheune angekommen, hier hat sich auch eine Menge getan. Und ich hoffe, dass die Kamera das von den Lichtverhältnissen her schafft. Ich habe nämlich eine neue geholt, eine 3D-Kamera, die man auch mit einer VR-Brille benutzen kann, mit einer Oculus Go oder einer Oculus Quest oder Rift. Ja, vielleicht wollt ihr euch das mal mit so einer Brille ansehen oder vielleicht habt ihr schon gemerkt, dass ihr mit dem 360 Grad bzw. 180 Grad Schwenk in YouTube ein wenig spielen konntet. Ja, ansonsten müsst ihr euch das Video einfach nochmal anschauen, das wäre auch nicht weiter schlimm. Gut, was ich hier getan habe, war, ich habe hier die Latten entfernt, damit man hier durchgehen kann. Das war für mich zumindest mal eines der Ziele, dass man hier nicht ständig irgendwo hängen bleibt an irgendwelchen Nägeln. Und hier unten lag eine Menge Sand, Schutt, Dreck, Kohle, also ich weiß nicht, was hier gemacht worden ist, aber es war stellenweise schon so dick gewesen. Das haben wir alles abgetragen, rausgetragen und dann kam dieser Steinboden hier zum Vorschein. Ich habe mir überlegt, ob ich hier zukünftig dann eine Werkstatt reinbauen möchte. Dafür muss aber dieses Gerüst hier komplett weichen, weil es, wie ihr hier hinten sehen könnt, vielleicht einige Auflagemöglichkeiten gibt, um die Balken aufzulegen und dann eine Decke einzuziehen. Das heißt, hier wird noch eine Menge nötig sein, bevor wir hier das richtig nutzen können. Aber der theoretische Plan war wirklich, das hier ist die Werkstatt. Hier nebenan ist der Hühnerstall. Und dort nebenan müssen wir uns noch überlegen, momentan ist es so eine Art Durchfahrt, vorne Tor, hinten Tor. Wir haben auch uns überlegt, einen Traktor zu kaufen, einen kleinen Traktor. Den könnte man dann zum Beispiel hier reinstellen und die ganzen Anbauteile, die dazugehören. So viel dazu. Wir treffen uns gleich nochmal vor dem Haus wieder, dann kommen wir nochmal zum kurzen Fazit. So, wieder draußen vor dem Haupthaus angekommen, kommen wir zum kurzen Fazit. Wir haben leider nicht alles geschafft, was wir im Dezember schaffen wollten. War nicht möglich wegen vielen behördlichen Themen, wie zum Beispiel Abfalltonnenbestellung oder auch die Schule von unserem Sohn, der Kindergarten von unserer Tochter. Aber auch viele, viele, viele andere Dinge, die wir noch klären mussten, auch was unser altes Haus angeht. Wir haben aber weiter vor zu kämpfen und auch daran zu arbeiten, dass wir hier in der nächsten Zeit einziehen können und nicht erst zum nächsten Ende des Jahres. Hier seht ihr schon eine Schubkarre. Ich habe noch ein anderes Projekt am Laufen. Wir brüten wieder Eier aus. Momentan sind 20 im Brüter. Wahrscheinlich werden davon 15 schlüpfen. Und davon muss ich eine Box bauen, damit die Küken nicht ausbüchsen in der Ferienwohnung. Das ist ein Projekt, das werde ich aber nicht öffentlich zeigen, weil es ist einfach nur ein Zusammenschrauben von Brettern. Und vielleicht zeige ich euch die Küken demnächst einmal. Da bin ich mir sogar ziemlich sicher, dass ich euch die zeige. Und ja, es werden wieder Seitenhühner sein. Seid also gespannt. Abonniert meinen Kanal. Denkt daran, es ist kostenlos. Macht das Glöckchen an, ihr werdet benachrichtigt. Ja, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Vielleicht dann in einer Woche, vielleicht auch wieder in zwei Wochen. Je nachdem, wie viel noch zu tun ist und wie ich dazu komme. Macht's gut, euer Oliver. Bis zum nächsten Mal.